Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Kuckuck, verschwinde. Warte mal, was ist denn das? Ja, okay, das hatten wir. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Wo gehen wir denn als nächstes lang? Mal hier lang. Erstmal die Stadt ein bisschen erkunden. Was soll das denn? Ein Gitter. Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burg? Frechheit. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Go, go! Mufus Kumia! Tja, also sonst klappt das immer. Natürlich. Eine feine Nase. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Mit dem vielleicht hier den Fisch? Eher nicht. Da können wir wohl noch nichts machen. Dann drehen wir mal um. Geh mal hier lang. Super-duper-diffus. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Na klar. So, was haben wir hier jetzt? Eine Tür. Und eine Kiste. Auge im Müdel. Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. Och süß, Schrottkrabben. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Ist da drin was zu holen? Wir können uns da drin verstecken. Eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Wohin sie wohl führt? Klopfen wir mal an. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Hehe, du Trottel. Jetzt hast du's verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Schade, können wir da nochmal? Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Eher nicht. Na dann zurück zum Marktplatz. Nur gehen wir als nächstes hin. Vielleicht hier lang. Und wo sind wir jetzt? Im Generator. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Können wir da irgendwas machen? Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Nee, aus! Ach, guck mal hier. Poki. Das freut mich jetzt schon wieder. Hier können wir noch lang, okay. Da können wir lang. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Und da liegt noch ein Ei. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Können wir das mitnehmen? Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Was soll hier die Stoßstange? Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elchtest aus? Versuchen wir es.
Hallo, Sacco, die Aria! Jetzt, ich muss den Dank auf ihr zu holen, die Ersatz! Das war lustig. Er holt also Ersatzteile. Ein Notenständer? Oh oh, das verheißt nichts Gutes. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Ach, da kommen wir zum Dock zurück. Okay. Dann gehen wir erstmal da rein. Sieht ja aus wie hier das Pub. Die Spelunke. Ein Rasiermesserfisch. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Hey, halt still! Verdammt! Er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Sehr schön. Edna bricht aus. Das finde ich ja schon mal lustig. Wer ist er hier? Garlef. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Aha. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnick-Schnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Na dann. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ah, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Wir brauchen Turnierfinger. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Okay, woher auch immer, aber wir brauchen Turnierfinger. Da unten sitzt Boso. Haben wir hier sonst noch was? Eine Jukebox? Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Ich glaube, da geht gar nichts. Ich merke zumindest keinen Unterschied. Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Kein Problem, wir haben einen Schraubenzieher. Ach, so funktioniert das. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi diddle diddle do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Ach sieh mal, hier die Noten. Das lustige Lümmeltypenlied. Hey, Finger weg. Ach ja, was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Okay. Also hier kriegen wir auf jeden Fall die Noten, die wahrscheinlich dem Gondoliere unterjubeln müssen. Eine Kerze. Das Ambiente stimmt schon mal. Lasst bitte die Kerze in Ruhe.
Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Oh, die Zuckerdose nehme ich mit. Die obligatorische Zuckerdose. Mal gucken, ob der Deckel auch schön aufgeschraubt ist. Ja, wie es sich gehört. Boso. Einen schönen ersten Mat habe ich da. Ich muss die ganze Arbeit machen und er sitzt hier und litert sich den Grog rein. Erster Mat? Wovon redest du da? Ich habe dir doch lediglich eine Passage auf meinen Kutter gegeben, für die du übrigens noch immer nicht bezahlt hast. Ach ja, der gute alte Boso. Ständig murmelt er irgendwelche Seemannsflüche in sich hinein. Hallo, Boso, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus, wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie. Sehr schön. Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnutzipu? Sehr schön. Ich war bei Doc und muss zum Gadget-Shop. Na, dann grüß Gilligan von mir, falls er da ist. Du findest ihn beim Anleger, gleich links vom Stadttor. Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Och, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal, ich habe mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Und die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Ist die Anker, liftet die Segel! Ein lieber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Ja, und ne Bude voll rum. Bis später. Verlauf dich nicht. Schade. Hat uns nichts geholfen. Aber wir wissen, dass wir dann nachher den Generator hier ausschalten müssen, damit hier bloß noch die Kerze brennt. Wozu auch immer. Gulliver. Das muss Gulliver sein. Er scheint mir ganz in Ordnung. Aber er ist ein lausiger Ersatz für Lonzo. Hi. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gulli. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So. Was kann ich für dich tun? Das weiß ich noch nicht. Gullivers Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Porta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Okay. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Okay, Boso hat eine Freundin.